So, Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening DLC Spezial. Ich habe Yu heute eingepackt. Was? Okay, ja. Genau, Luke damit ist aus wir der Tasche raus. Hallo! die vergangene Zukunft spielen können. Im letzten Part haben wir ja Owain ja verloren. Aber Owain lebt jetzt wieder, wie ihr seht, nämlich Raum und Rächer. Also gilt nicht als abgeschlossen. Genauso wie heiße Quellen, das habe ich nämlich immer noch nicht nachgeholt, falls ich das überhaupt noch tun werde. Naja, sieht ja schön aus, wenn einfach alles abgeschlossen ist. Egal. Wir spielen vergangene Zukunft. Das soll wohl, ich sage mal, verlorene Zukunft, heißt vergangene Zukunft. Und es soll Echt? Das stimmt. extrem krass sein, laut Yu. Und ich bin sehr gespannt. Es geht offensichtlich um Cynthia im ersten Teil. Jedenfalls auch. Auch. Andere Welten. Vergangene Zukunft 1. Wo sind wir? Etwas an diesem Ort ist anders. Moment, wie? Endlich seid ihr hier. Ich habe euch hierher gerufen, Krieger aus der anderen Dimension. Warum tragt ihr keine Kleidung? Tue ich doch. Uns hierher berufen? Warum? Das muss ja irgendwann liegen. Die Welt ist dem Untergang nahe, doch ich habe nicht die Macht, sie zu retten. Allein die, die Zeit und Raum durchkreuzen, vermögen in der Stunde der Not zu helfen. Nur Krieger, wie ihr es Das seid. begreife ich nicht. Welche Wahrheit mag dies sein, dass sie über deine Macht hinausgeht? Eine, in der durch den zum Leben erweckten Dämonendrachen elendes Chaos herrscht. Alle Hoffnung für die Zukunft lastet auf den Schultern von 12 wackeren Kindern. Einer Prinzessin erhabenen Blutes und 11 weiteren, geboren, ihr Schicksal zu ändern. Ohne Hilfe werden diese 12 Kinder jedoch mit Sicherheit sterben. Alle 12? Aber das ist... Hör mir zu. 4 Kinder finden Rubidium und Kerulium. Doch kommen um, ehe sie zu Hause sind. Klingen die Pokémon-Namen hier, Kobalium und so. Ja. 4 weitere finden Argentum und Obsidium, aber sterben nahe der heimischen Grenzen. Und Viridion. Ah, da tatsächlich. Fast. 3 schaffen es, Viridium und das Fire Emblem zur Prinzessin zu bringen. Doch schon bald darauf finden alle 3, wie auch die Prinzessin, ihr grausames Ende. Wer rettet dann die Welt? Niemand. Ja. Niemand. Sie versinkt widerstandslos im Schatten. Gerät in völlige Vergessenheit. Der Gerät. Der Gerät, ich auch gerade gedacht. Das ist der Welt. Das ist der Welt unerbitterliches Schicksal. Ich will dir da keine Witze machen, oh sorry. Doch mein Schicksal ist zu grausam, also suchte ich nach Hilfe. Krieger, ich beschwöre euch, helft, ändert, was ohne euch nicht zu ändern ist. Wir kehren je in Not in, was? Wir kehren je in Not nie den Rücken, wenn es unser Macht steht, ihnen zu helfen. In dieser und in jeder anderen Welt mögen die Chancen auch noch so schlecht stehen. Ich danke euch. Dann sende ich euch nun zum Umbruch der Zeit, zum Moment, bevor die Welt fällt. Findet die 4 Kinder mit Rubidium und Kerulium oder schützt sie in ihrer Aufgabe. Das werden wir. Hier ist mein letzter Rat. Die Dimension, die ihr gleich besuchen werdet, ist der euren sehr ähnlich. Ihr werdet auf Leute treffen, die ihr kennt oder gar liebt. Trefft ihr sie, so kämpft an ihrer Seite. Es wird ihnen Mut machen und sie stärken. Nun geht, Krieger. Das Schicksal kann durch eure Hände noch geändert werden. Okay. Okay. Dann let's go. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss. Irgendwer, Okay. der Schlösser knacken kann, brauchst du. Nanoa, Cynthia und Kiel. Die 4 soll ich also retten, ja? Vor allem auf Na und Noah musst du Guck mal, momentan aufpassen. Natalion. Aber sie hat keine Waffe, mit der Sie sie hat zurückschlagen Arcanum. kann. Aber sie hat Arcanum. Ja. Auch Talion. Und Lebenssauger. Na, Problem ist, sie haben keine Waffen. Das ist wohl wahr. Da bringt das auch nichts. Aber Dingens bringt's. Talion. Echt? Naja, die schlagen ja den Schaden, werfen da zurück. Auch wenn sie keine Waffe haben? Klar. Okay. Also ich soll nur die. Also wäre mir neu, wenn es anders wäre. Du meinst, ich soll die Eltern mitnehmen von denen, ja? Ich würde es machen, aber nur, wenn sie auch wirklich stark sind. Starke und schnelle Einheiten So, wären haben wir gut. da. Gaius und Nori, das ist ja perfekt. Gaius muss sowieso mit. Und vor allem auch sehr gut, wenn viele von denen, wie heißt es zum Deutschen? Das, wo man zusammen angreifen kann. Kriegerwaffen. Nein, ich meine. Die Fähigkeit. Verdammt.
Wie hieß die nochmal? Hä? Fähig hätten wir da zweimal angreifen können? Doch, Galeforce, oder? Genau, wie? Genau. So. Dankeschön. Gott, ey, das war so peinlich. So, ich nehme das Kind auch mal mit einfach, weil das sind ja vier, das müsste eigentlich perfekt aufgehen, immer die Eltern und das Kind mitzunehmen. Wäre das merkwürdig? Kann man, darf man das? Kann man. Kannst du mit den Eltern mit denen reden und du kannst das Kind daneben stellen. Also Kiel, Inigo und Kellam. Nee, Moment. Kellam und Sully. So, das sind die Eltern. Aber du brauchst doch genug Einheiten, die die ganzen Löcher da zustellen können. Ja, also wie stark sind die eigentlich so? Wow. Ah, Hilfe. Okay, nicht zu unterschätzen, aber ich habe ja, schon schlimmer was wie gesehen. Wie gesagt, da kommen sehr viele, die ganzen Bogenschützen, vor allem die Magier, die da hinten nachkommen. Sully, Kiel, Noir war das noch. Die habe ich auch beide, Taja und Donny. Und Noir selbst. Und dann war das noch Cynthia. Mhm. Oh, oh. Henry. Ach, Gott sei Dank. Henry und Cynthia. So, und jetzt kann ich noch andere krasse Einheiten nehmen. Tiki. Und wo ist morgen? Ja, direkt um. Ja, morgen. Inigo. Es reicht doch ein Elternteil bestimmt, oder? Ja. Und tschüss, Snowy. Und Chris. Tschüss. Donny. So, ich möchte nämlich noch Inigo mitnehmen. Inigo, Olivia meine ich. Und schwierig. Wie gesagt, schnelle Einheiten, die weit kommen, sind immer ganz gut. Die angreifen können und wir sozusagen auf ihr Blatt zurück können. Das ist auch mal sehr sinnvoll. Wie viele Gale Force habe ich denn jetzt dabei? Hoppala. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Ja. So, meine Damen und Herren, ja, ich speichere das Spiel 10-mal. So, ich habe es kurz rausgeschnitten, für euch war das jetzt nur einmal. Und würde sagen, los geht's. Ich bin wirklich gespannt. Ich kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Was? Nein, nein, das kann nicht sein. Was ist los, Lucina? Das ist genau wie meine Zukunft. Die, aus der ich komme. Es wirkt alles so ähnlich. Wie bitte? Bist du sicher? Yes. Ich könnte diese Zukunft niemals vergessen. Diese feindselige Stimmung. Als ob uns der Dämonendrache unablässig droht. Ich fürchte, wir haben einen schrecklichen Fehler begangen. Ich habe diese Geschehnisse damals gerade so überlebt. Wie konnte ich euch nur hierher bringen? Lucina. Easy. Wir entschuldigen uns dafür, herzukommen. Und ich denke, das war... Oh, wir entschuldigen uns, herzukommen. Ich denke, das war richtig so. Aber Vater, du könntest sterben. Ich weiß. Doch ich weiß auch, dass du eine Welt voller Tod wie dieser überlebt hast und zu uns gekommen bist. Du hast alles überwunden, um unsere Zukunft zu ändern. Ja, aber... Versetze ich meine Lage. In der Zukunft, der du kamst, war ich schon... Ich konnte dich nicht beschützen. Aber in dieser Version der Zukunft mit dir bei mir, das ist wie eine zweite Chance. Auch wenn du und sie nicht dieselben sind, ich brauche das für meinen Seelenfrieden. Dieses Mal kann ich sagen, dass ich da war, um dich zu beschützen. Aber was hat das für einen Sinn, wenn du am Ende tot sein könntest? Lucina, ich verspreche dir, ich werde hier nicht sterben. Denn sonst ist das Spiel vorbei und ich muss sowieso neu starten. Ich muss in zwei Dimensionen retten und ich beabsichtige, das auch zu tun. Vater, bitte. Ich habe schon so viele Dimensionen gerettet. Wir können das mittlerweile. Ja. Lucina, manchmal musst du einfach Vertrauen haben. Würdest du dich anlügen? Ich dich, meine ich. Nein. Na gut, Vater, ich glaube dir. Ich weiß, du würdest alles tun, um die Menschen dieser Dimension zu retten. So ist es schon besser. Nun komm, lass uns diese Kinder finden. Ja! Okay, jetzt darf ich reden. Oh nein, wir sind umzingelt. Dies ist das Ende, nicht wahr? All die Mühe, Rubidium und Kerulium zu finden. Wir kommen nie mehr nach Hause. Noah, na, was redet ihr da? Wir müssen stark bleiben. Ein echter Held weiß, die dunkelste Stunde ist immer die vor Sonnenaufgang. Das ist der Spannungsbogen bis zum großen, glücklichen Finale. Stimmt's, Kiel? Ihr seid wohl wirklich etwas vorschnell. Die Niederlage ist noch nicht unausweichlich. Wie oft wir in Pflege schon dem sicheren Tod ins Auge geblickt haben. Und jedes Mal schaffen wir es, Leben zu entkommen. Umzingelt oder nicht, dies kann nicht unser Ende sein. Nicht gegen solch ein Pack. Richtig! Genau!
Wenn wir alle zusammenarbeiten, haben diese Feinde keine Chance. Die Gerechtigkeit wird siegen. Yay. Was ist denn los? Diese Untoten. Ich habe sie noch nie so bewegen sehen. Ja. Was? Wie konnten sie uns so leicht trennen? Ach, da ist ja gar keine Wand zwischen denen. Ach, ich dachte die ganze Zeit, dass sie überall Wände wären. Das ist ja gar nicht der Fall. Hey, halte dich fern. Fass ja nicht meine Lanze an. Sie gehört meiner Mutter. Sie bedeutet mir alles. Gib sie zurück, du Schuft. Ich bestehe darauf. Bitte nicht die Lanze. Du kannst alles nehmen, aber nicht sie. Verdammt, einer hat meinen Drachenstein. Wie soll ich denn nun kämpfen? Gib ihn zurück. Er gehört dir nicht. Sie haben uns aufgelauert. Sie wussten, wir würden Widerstand leisten. Sie haben sogar meinen Talisman. Dann ist wirklich alle Hoffnung dahin. Geht fort, du elendiger Feigling. Müssen wirklich zwei von euch mich entwaffnen? Natürlich, in einem fairen Kampf hättet ihr keine Chance, mich zu besiegen. Hör zu, wir können sie nicht so bezwingen. Und diese Flammen breiten sich schnell aus. Flammen? Okay. Ich glaube, das brennt da oben. Sieht ein bisschen so aus. Oder das da. War das eben schon da? Das ist einfach nur eine Kerze oder so. Okay. Findet alle einen Weg durch das Feuer, dann formieren wir uns neu bei... Oh. Da hast du deine Wände. Was? Barrikaden? Das ist doch nicht euer Ernst. Wir werden uns so nicht neu formatieren können. Was? Formieren können? Formatieren. Oh, Festplatte Moment. Formatieren. Sind hier mit neu gestartet. Welches Windows möchten Sie installieren? Was? Dies ist also das Ende. Wir haben keinen Ass mehr im Ärmel. Nun gut, wenn ich uns sterben muss, dann macht wenigstens schnell. Ich habe meinen Frieden mit dem Tod gemacht, als wir in Elis aufbrachen. Na, was sagst du da? Wir können nicht aufgeben. Was ist mit den 5 Edelsteinen? Wir bekommen sie nie, wenn wir jetzt aufgeben. Und wenn wir das Ritual der Erweckung nicht vollziehen können, ist die Welt verloren. Dürfte ich euch jetzt einfach mal retten? Nein. Glaubst du, das weiß ich nicht? Glaubst du, irgendjemand von uns weiß das nicht? Ich will hier nicht sterben, Cynthia, aber ich sehe keinen wirklichen Ausweg. Denkst du tatsächlich, dass plötzlich jemand auftauchen und uns retten will? Naja. Also, dass ein großer Krieger erscheint und einen deiner heroischen Monologe aufsagt? Nein, 14 große Krieger. Ja, aber nicht alle von denen sagen diese Dialoge auf. Aber das sind ja dabei. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so genau. Ich weiß, was du fühlst, Cynthia. In schlechten Zeiten bin ich genauso. Ich bete, dass Naga mein Flehen erhören und mir zu Hilfe eilen wird. Dass ich ihre Stimme in meinem Ohr flüstern höre und plötzlich alles in Ordnung ist. Aber all dem, was wir durchgemacht haben, habe ich sie nicht einmal gehört. Es ist wohl an der Zeit, dass wir einsehen, dass es Wunder einfach nicht gibt. Aber sie hat eben zu uns geredet. Ja, aber außerhalb der Dimension. Ah, das stimmt. Hör mal, Cynthia, es tut mir leid. Meine letzten Worte an dich sollen nicht böse sein. Trotz allem, was passiert ist, bin ich immer noch froh, euch alle getroffen zu haben. Ich liebe euch, jeden einzelnen von euch. Vielen Dank für alles. Vielleicht werden wir in einer besseren Welt wiedergeboren und treffen uns wieder. Mir fällt jetzt auf, dass es ironisch ist, welche beiden Charaktere da gerade reden. Na, Cynthia? Oh, stimmt! Und Remiris. Ja, unsere Schweinchen heißen nämlich Na und Cynthia, unsere Mädels. Na bitte! Hey! Achso. Na bitte, sag nicht leb wohl. Wir haben immer noch eine Chance. Ja, und Noah, ne? Stimmt. Ja. Ich war auch froh, euch alle kennenzulernen, was auch immer. Ohne euch wäre ich verloren gewesen. Entschuldigt, dass ich immer pessimistisch war, aber dennoch habe ich stets gehofft. Ich wusste in meinem Herzen, dass solange ich euch habe, wir es schaffen können. Aber es sollte wohl nicht sein. Dieses Mal ist wirklich unser Ende. Ich werde wohl nie erfahren, wie es ist, eine normale, glückliche Jugend zu haben. Jo. Ich rede nicht weiter. Es wird immer nur schwieriger. Komm schon, Noah. Du weißt, ich kann es nicht ertragen, dich so zu sehen. Darf ich bitte spielen? Nein. Es war mir eine Ehre, neben euch zu kämpfen. Zuerst war ich etwas skeptisch. Skeptisch. Ihr wart stärker und mutiger, als ich je gedacht hätte. Ihr standet immer hinter mir. Ich dachte wirklich, dass uns vier niemand jemals schlagen kann. Ich kann nicht mehr reden. Kommen meine ja. Ich Owain, Inigo, Jerome und Brady in einer vor? Nein.
Schade für euch, oder? Ja, das stimmt. Du musst Jerome rausnehmen, dann hast du die zweite. Das wäre doch die, genau, die Aufteilung. Das wären die Dorfs, zwei perfekt, aber schade. Nun, so viel dazu. Dieses Mal sehe ich keinen Ausweg. Ich hasse es, unsere Aufgabe an andere zu übergeben, aber vielleicht leben sie noch. Vielleicht finden sie einen Weg, die Welt auch ohne diese zwei Edelsteine zu retten. Wie denn? Falls ich hier sterbe, will ich zumindest mit einem kleinen Fünkchen Hoffnung enden. Eine Hoffnung, dass die gute Seite das hier noch irgendwie gewinnen kann. Ich weiß ja, wer der Boss ist. Passt dieser Boss sich meiner Einheit an? Gott sei Dank. Ich glaube nicht. Kiel! Du hast wohl recht. Ohne Waffen können wir diesen Kampf nicht gewinnen. Es bringt mich fast um, das zuzugeben. Ich denke nicht, dass ich uns alle retten kann. Aber das heißt nicht, dass ich aufgebe. Wir können hier nicht sterben. Nicht so! Wir müssen die Edelsteine zurückbringen. Wir müssen Krima besiegen. Wir müssen unseren Traum wahr werden lassen, dass Frieden in der Welt herrscht. Wir müssen einfach. Sind ja schon putzig. Sie geben niemals auf. Ich möchte glauben, dass es immer noch einen Weg hier heraus gibt. Ich möchte glauben, dass es... Was? Immer noch einen Weg gibt, nach Hause zu kommen. Ich dachte, sie wiederholt sich. Okay. Vielleicht hat Nara recht und es gibt keine Wunder. Vielleicht gibt es nicht einmal Götter. Aber ich bete trotzdem. Daher bitte, ihr Götter, auch wenn es euch gibt, dann bitte schickt uns ein Wunder. Ist schon da. Wunder ist schon da. So, nachdem wir fast 17 Minuten gelesen haben jetzt. Was? Positioniere Blutsverwandte neben den grünen Einheiten. Dadurch werden manchmal besondere Gespräche ausgelöst. So, ich muss kurz das nachchecken. Ach, es ist der männliche Morgan. Ja. Und der ist zum Glück keine Mana. Ich weiß nicht, ob das mit dem männlichen Avatar auch funktioniert. Der kann auch gar keine Mana-Kete sein. Ich habe gerade Mist geredet. Ja. So, ich hoffe, ihr seid auch alle krass genug hier. Seid ihr gut drauf? Oh. Schon besser. direkt erster Eindruck. Seid ihr gut drauf? Schön. Oh. Wie gesagt, ich würde erstmal aufpassen, dass du die Mädels da umrettest auch. Ja, ich bin unterwegs. Also nicht ja ganz um, die halten ein bisschen länger aus. Mewtwo ist unterwegs. Oh, ich sehe es gerade, die haben ja voll die Luschen hier in ihrem Käfig. Ja, aber die von außen sind diejenigen, die gefährlich sind. Ja. Vor allem unten links kommen Einheiten, die bei mir Noah immer schön töten. Ja, bei den vieren, genau. Das heißt, die würde ich möglichst bald vollstellen. Dann würde ich sagen... Nicht draufstellen, weil sonst kommen da welche raus. Ja, dann würde ich sagen, wir rennen einfach mal hin und bringen Leute um. Nee. Verdammt, die halten leider etwas mehr aus, als ich es mir gewünscht hätte. Ich sag ja, das ist nicht ohne. Denk aber auch dran, welche nach oben zu schicken. Da sind nämlich auch zwei Treppen. Jetzt finde ich wieder einen Konflikt, ob ich lieber verbinden sollte und dadurch wenige Einheiten verliere. Verbinden ist bei der Mission leider nicht gut. Ich dachte, deine werden voll gut trainiert. Bitte doch. Guck mal, ich fass doch auf Maximum. Wow. Irgendwie fehlt mir die Geschwindigkeit. Ja, irgendwie. Aber siehst du, mehr geht nicht. Da kann ich auch nicht mehr machen, als auf Maximum. Ja, Limit Breaker höchstens. Ja, das ist jetzt nicht so gefährlich. Ich muss halt nur gucken, wie ich anfange. Ah, da passieren. Ja, warum eigentlich alle so mega viel Angriff? Ja, kommt die sogar durch. Tschüss, Ton. So. I'm a little bit afraid, but it goes. Ich weiß, das ist übrigens falsch für Leute, bevor jetzt wieder Leute kommen und sagen... Okay. Komm, greif an. Kriegst schon. Bam, bam. Wie langweilig Olivia eine gute Fässer tun soll, außer vielleicht Astra oder Exitus. Was war das denn gerade? Mein Bauch. Der macht lustige Geräusche. Ja. Und natürlich schafft Nara das wieder gerade so nicht. Aber du bist bestimmt krasser als Nara. Nein, du bist sogar noch unkrasser. Was ist mit deinen Einheiten? Was zum Teufel? Was soll mit denen sein? Wo sind die Gameforcer? Da. Hä? Was zum Teufel ist mit deinen Einheiten? Echt? Wieso seid ihr so schlecht? Ja. So. Guck mal. Na, guck mal. Das sieht doch schon besser aus. Bitteschön, Noah! Ja! Zack und... Am besten direkt nochmal, weil es so schön war!
Batsch. Uno. Heileinheiten hast du nicht dabei, ne? Nee. Okay. Achte mal denn auf die Bogenschütze, ne? Die können nur beide angreifen. Die da oder was? Ja. Und wie soll ich denn da hinkommen? Ich habe immer Gate Force durch die Einheiten da durchgemacht, sozusagen. Ich mache Rebell, habe ich ja noch. Guck mal. Die drehen hier doch bestimmt um die Ecke. Wusste ich doch, dass ich das auf dich verlasse, Mädel. Ja, du musst bedenken, wir sind Bogenschützen. Einen kriegst du nur Blatt. Ja, ja, aber ich will ja nur zurückgehen danach. Ich will ja nur, dass der Typ hier stirbt. Und lass mich raten, der hat... Nein, Nahkampfschaden, ne? Das ist ja schön. Ja, natürlich auch noch Vergeltung. Das sind schon fiese Fähigkeiten. Egal. Brauch Platz. Ich muss da durch. Ja, gut, dass du auch nochmal angerufen hast. Naja, sie sollte jetzt weggehen und sich heilen. Meine Überlegenheit ist hiermit wohl bewiesen. Oh, guck mal, etwas, was ich nicht brauche. Ihre Stimme, aber egal. So. Wie das geht, Lebenssorge nur zwei. Geht das zweimal? Nee, ne? Es geht nur einmal eine Runde, oder? Ich weiß es nicht. Das weiß sie also nicht. Nee. Brady Gaius. Wie weit kannst du laufen? Zu wenig. Ein Feld. Brady Gaius? Ja, Ehemann Brady und Vater Gaius. Also. Ah, jetzt geht's, okay. Ja, du hattest doch bestimmt zusammen genug aus. Und das ist doch bestimmt jemand mit irgendwie einem Buch Nagas oder sonst was. Noch nicht. Noch nicht? Ich weiß nicht, ob später welche kommen können. Do it, Gaius! Wow! Also hilf deiner Tochter, das wollte ich damit sagen. Toll. Das sind immer so die Momente, die ich liebe. Reicht auch, wenn sie neben dran steht, ne? Also für einen Boost. Nein, das möchte ich ja nicht. Ich möchte. Moment. Damit bin ich schon mal im Bogenschutz weg, weil du machst mir die ganze Zeit Panik, dass sie voll schlimm sind und sofort sterben sollten. Also sorge ich dafür. Buja! Success! Und ich habe ja Gale Force, deswegen habe ich das gerade mit Maribel gemacht, damit ich da hin kann und so weiter und so fort. So noch an der Weisheit feilen. What? Hatte ich sie gerade. So noch an der Weisheit. Achso. Eigentlich, die Werte von denen sind schon okay. Die haben nur alle so unendlich viele Angriff. Guck das mal an. Alle auf Max Angriff plus. Klar, es wird darauf ausgelegt, dass sie die Kinder sofort umbringen können. Und zwar schön eiskalt. Der kann auch nur angreifen. Hm. Jetzt nicht mehr. Ich trau mich nicht. Ich bleib einfach hier stehen. So. Das kannst du behalten. So. Nun gut. Weiter im Text. Sally, du wirst hier wahrscheinlich relativ nutzlos, wenn du noch die schlecht trainierteste Einheit bist. Oh, weiß halt ich im Ganzen noch sogar. Oh, doch, oh, 50%. Okay. Mhm. Naja, aber viermal. 50%. Wenn die alle treffen, dann ist er tot. So. Ach, das stimmt, ich hab ja. Da will ich hin. Das ist nicht schlecht. Mit dem Speer, du. Stirb. On my mark. Bam. Scheiß gelacht, wenn er damit angegriffen hat. Ja. Das ist ja lustig gewesen. Hingehauen und wieder on zurück. On my mark. Das darf man ja sagen. Ja.
Aber you, was ist denn mit dann denn? Schweigen. Ich habe noch einige Einheiten. Und guck, was passiert. Ja, aber wie gesagt, es sollten auch einige nach oben gehen. Ich hab da noch Tiki. Ich kann das auch alleine. Okay. Nee. So. Hä? Das war Chrome. Okay. Oh. Oh. Das ist doch nichts, was das abwehrt, oder? Die hat noch keinen Zug gemacht, ne? Nee. Ich glaube auch. Also ich glaube auch nicht so. So wie sie gerade gesagt hat. Yay. Wie sind das eigentlich? Hm? Eine Menge. Ja, es kommen auch welche nach. Es sind einige. Unendlich lang? Ich glaube ja. Deswegen meine ich ja, du solltest die Löcher zustellen. Auch schon in der ersten Runde gleich? Nee, aber ich würde früh damit anfangen, weil es viele. Oh, das ist schön, Henry. Give it a try! Ach, schön. Okay. Mit dem Donnerzaus habe ich auch noch nie gesehen. Das sieht cool aus. Das war interessant, ey. Das sah sau cool aus. Gut gemacht. Danke, Henry. Ah, Bogenschütze. Hallo! Ich hasse übrigens Vergeltung, weißt du das? Ja. Vergeltung ist der größte Scheiß, den es gibt, aber ich dachte, ja, direkt zweimal. Ja, aber wenn, wollte gerade sagen, ne? Also wenn. Aber der hat sowieso, der hat Parise. Give it a try. Give it a try. Wörtlich schon nicht triggern. Ah, jetzt. Okay. Kannst du verwiesen, wie du willst, Freundchen. Kommentar los. Ja, einfach die Axt. Yay. Und glücklich sein. So, der eine Bogenschützer, den kriege ich jetzt leider nicht mehr weg. Wie sind wir? Naja, dann wird sie angegriffen. Nein. Achso, ja, ja. Wo kommen die da hinten wirklich dran? Ach ja, die kriegt ihn ja nicht blatt. Hm. So, ihr drei dürft nach oben gehen, damit ihr auch zufrieden ist. Ich hätte eigentlich doch ganz gerne jemanden mit. Da können wir das ganz ruhig machen. Nichts, damit sie nicht ganz allein ist. Du! Nicht nur eine Einheit schicken. Das sind zwei. Ja. Zwei in eins. Oh, es reicht sogar für einen Vierer-Angriff. I give it a shot. Komm schon, mit deinem Papa zusammen. Der genauso aussieht wie du. Finde ich immer noch. Chrom. Oh. Chrom trifft fast nie bei mir. Irgendwie ist es faszinierend. Ich muss den Leuten leider zustimmen, dass ich sagen würde, dass ich doch echt manchmal schockiert bin, wie schwach Chrom ist, obwohl er der Lord ist in dem Spiel. Wenn es richtig macht, ist er stark. Naja, wenn du, wie gesagt, spiel, wenn du andere Fire Emblem spielst, ist ja, Ike zum Beispiel so overpowered später. Das ist aber auch nicht gut. Ja, aber es ist Tom angenehmer. Zeigt halt, dass es nicht immer so ist. Ja. Das war ja kein Diss gegen Chrom, es ist mir nur ja, traurigerweise aufgefallen und fällt mir leider immer wieder auf. Ja, er ist nicht overpowered, das finde ich super. Ja, aber er ist einer der schwächsten Einheiten, finde ich. Ist mir egal. Zu mir ist schwächer. Na gut, zu mir ist ein Knecht, eine Knechtschwester. Wie viel Ressa habe ich denn? 50. Und die greifen einfach an? Was haben die für Magie? Das ist doch gar nicht möglich. 70? Doch. Ich will nur mal, dass sie nicht an die Kinder rankommen. Kann man da durch? Nein. Aber sie können ausnehmen. Das ist ja doof, ey. Aber Leute, ich würde sagen, wir warten den nächsten Zug. Es ist im nächsten Part ab so ganz Cliffhanger-mäßig. Das war Fire Emblem Awakening DLC Spezial Vergangenheit Zukunft 1 für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, ciao. Okay.